Okay Leute, willkommen zu neuen Part. Und was ich ja letztens erzählt habe, wenn ihr den Ofen untersucht, dann kriegt ihr ein Set-Memo. Wollte ich noch kurz erwähnen. Jetzt kriegen wir endlich das Feuer. Gib uns Feuer, bitte. Son Goku, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Sehr, sehr gut. Ich habe einen Sohn. Mittelprächtig. Immerhin bin ich tot. Aber ich bin immer noch nicht... Aber ich bin noch nicht immer so stark wie früher, als ich am Leben war. Oh... Tod? Du willst dich doch nicht über den Ofen beschweren, oder? Niemals. Was den Ofen angeht, wollten wir um einen Gefallen bitten. Erst bohren da oben und dann jetzt klopfen. Einen Gefallen? Ja, kannst du das, kennst du das Junzabit-Plateau? Wieso stotter ich immer überm Lesen? Ich glaube, Sabadin LP hat recht. Ich muss lesen lernen. Das Junzabit-Plateau, meinst du diesen abgelegenen Teil der Berge? Du kennst es? Gut. Dort gibt es eine Eisschicht, die wir nicht durchbrechen können. Das erinnert mich an massiv, eine Wand, die man nicht zerbrechen kann. Unser Ki ist machtlos. Und jetzt wollt ihr das Eis mit den Flammen aus dem Ofen schmelzen? Ihr sollt sie haben. Hier, die Flammen des magischen Ofens. Nehmt sie. Ofenflamme erlangt. Danke, wir schulden dir was. Okay, wir sehen uns draußen wieder. Okay, wieder draußen. Jetzt zeige ich euch mal einen Ort, den ich einmal gesagt habe, wo man nicht hingehen konnte. Östlicher Berg Paozo. Es gab da einen Hund ja bei Chichi zu Hause. Man kann da runter gehen, wenn man hier denn geht. Ich weiß nicht... Ah, warte mal. Okay. Jetzt gehen wir mal als Son Gohan rein. Son Gohan, bist du in Ordnung? Ist du genug? Ich weiß hier, nimm das. Das habe ich extra für dich gemacht. Sei nicht grob, okay? Du wirst eines Tages ein großer Gelehrter sein. Okay. GG Snack. Ist eine Kapsel? Ich hoffe mal. GG Snack. GG Snack. Füll TP beim Herumwandern auf. Ja! Ey, das kann ich doch immer gebrauchen. Ich wusste, es war gut, dass ich mit ihr hergekommen bin. Okay. Gut, gut, gut. Also Leute, merkt euch hier. GG Snack. Das kann man immer gebrauchen. Und nein, ich habe nicht nachgeguckt. Also wir sehen uns beim Eisberg gleich wieder. Also bis gleich. Okay, weiter geht's. Echt Glück gehabt, dass ich das rausgefunden habe. Okay, warte, ich muss mal jetzt überlegen. Mit wem kann ich noch? Mit Gott, mit Piccolo reden, glaube ich, bringt auch, glaube ich, was. Mit Yamshu und Bulma habe ich schon versucht zu machen und Poolen geht nicht. Okay, dann muss ich noch später mal zu Kamehaus und was versuchen. Öffne es. War echt geil. Ich habe echt was bekommen, was nützlich ist. Mal sehen, wenn wir die Flamme einsetzen, die Anin uns gegeben hat, schmilzt es. Richtig. Das Eis ist geschmolzen. Ach, gut erkannt, Sherlock. Wir können eigentlich weiter. Alles klar, dann nichts wie los. Okay, kurz was untersuchen. Rolongs Nase. So, schnief, schnief, schnief. Drei Schätze zu finden, okay. Sind hier drei Schätze zu finden? Ja, dann ist es egal. Geht klar. Ich mache jetzt wieder Chichi Snack. Also, den Meister Quitte-Stab kriegt ihr von Meister Quitte, wenn ihr ihn anspricht. Also, spricht ihn an. Es lohnt sich. Was kommt jetzt? Rutschpartie! Hey! Junzabit Eishöhle. Irgendwie wollte er da nicht weit. Okay, dieser Eisblock, der hier, sieht irgendwie sehr zerbrechlich aus. Und keine Sorge, da sind immer noch die gleichen Kämpfe wie vorher. Wieso ist hier ein Safe Point? Wisst ihr, was versteckt oder was? Okay, hier ist ein Safe Point, dann merke ich mir das. Wie komme ich da hoch? Achso, okay. Ach, erstmal die Truhe holen.
Okay, meine drei Charaktere sind... Junsa Bitbombe, was ist jetzt los? Junsa Bitbombe. Junsa Bitbombe. Einfach mal eine Bombe hier gefunden, okay. Okay, dann hole ich mir das hier noch. Popos Turban. Popos Turban. Warte, war das nicht hier? Okay, dann ist es was auszurüsten. Aber wer will dann Popos Turban tragen? Popo, 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 popo. Popo. Ah, Popos, du verdienst mehr Erfahrungspunkte. Okay, merke ich mir, wenn ich das... Ich brauche es sowieso... Also, was ich sagen wollte, ich brauche es sowieso später. Wenn ich eine bestimmte Sache holen will. Und Bams. Okay. Okay, da komme ich wieder hoch, oder? Okay, da komme ich wieder hoch. Welchen Weg muss ich dann reingehen? Um weiterzukommen. Ich speichere einfach mal kurz. Aber warte, ich habe da eine Idee. Mal kurz Abwechslung. So, und die menschliche Gruppe. Es hat einen bestimmten Sinn, warum ich die jetzt nehme. Okay, jetzt muss ich da rein. Gut versteckt. Und... Irgendwie kann ich diese Kerle nicht ernst nehmen. Selbstlosigkeitsgürtel. Was für ein Namen, Leute. Was für ein Namen. Selbstlosigkeitsgürtel. 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 Meditationsgürtel machen. Manche Angriffe kosten kein Ki. Okay. Und Bams. Und Bams. Jetzt muss ich den Weg extra rückgehen, oder was? Oh. Okay. Dann so. Dann hier rein. Und aufheilen. Obwohl ich das nicht brauche, das heilt sich sowieso wegen meinem Stab. Wegen Gigi's Snack. Sieht lecker aus. Fleischknöchelchen. Wie heißen die? Ah! Bossfight! Wie heißen die weißen Dinger wieder? Papa, da laufen ein paar komische Männer rum. Red Ribbon Army. Dieses Symbol, das ist die Red Ribbon Army. Diese Hunde sind wieder aufgetaucht. In Jingledorf erzählte man sich, dass ein Rest der Armee nach den Dwangbots sucht. Wenn sie die Dwangbots in die Finger bekommen, ist die Welt in Schwierigkeiten. Dann holen wir sie uns von ihnen. Schaffen wir das? Na klar doch. Kein Problem, die holen wir uns schon. Immerhin war ich mal ein Räuber. Verprügeln! Also, das, was ihr euch merken müsst, ist, macht keine Ki-Attacken bei ihm, weil er zieht die ganzen Ki-Attacken an. Einfach mit normalen Angriffen verprügeln. Das ist der Grund, warum ich die anderen jetzt, warum ich die Truppe genommen habe. Aber manchmal ist der Sound echt langsam, aber wenigstens hat man Sound dann. Irgendwie greifen die jetzt voll langsam an. Okay, der sah irgendwie mal normal aus. Warte. Wolfson Faust, du machst mal Yajirobe. Das muss ich auch mal kurz zeigen. Und heftiger Angriff. Yajirobe? Ihr, halt uns.
Ach ja, Jirobi, du kleiner Fettsack. Ich kann keine Key-basierten Angriffe machen. Also, wie? Also, die sind Key-basiert, aber so Strahlenattacken kann ich nicht machen. Warte mal. Ach komm, wir machen dann so. Und heftiger Angriff. Ladungssprint können wir auch noch machen. Und es geht weiter. Schade, ich dachte, er ist jetzt tot. Din, din. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Wolfsandfaust, Rengeki und heftiger Angriff. Ach, die kann ich nicht mehr ernst nehmen, Leute. Die kann ich echt nicht mehr ernst nehmen. Und Bams. Dann ist er tot, verdammt. Trotzdem ist da immer noch ein kleiner Eierkoppenbrille. Oder sehe ich da als einzige nur eine Eierkoppenbrille? Anscheinend nicht. Glaube ich mal. Ja, was habe ich gesagt? Ihr habt gesehen, er hat keine Probleme gemacht für mich. So. Eisenreste, die muss ich noch später verkaufen, kriege ich Geld dafür. 3000 oder so. Ein Stern Dragon Ball erlangt. Selbst mit ihrer ganzen Ausrüstung sind die uns nicht gewachsen. Warum wohl? Ihr könnt Ki-Attacken, die nicht. Das nenne ich selbstbewusst. Pass nur auf, dass du nicht umkommst. Ach was. Ach was hier. Puh, ist das kalt. Wir haben, was wir wollten. Also hauen wir ab von hier. Richtig. Ja. Ach, ich wollte... Ach. Okay, als nächstes wäre dann ein anderes Ding hier. Wir können dahin gehen noch. Zum Jingledorf oder zur Wüste. Ich gehe mal zum Jingledorf. Oder genau gesagt, Muskelturm. Muskelturm oder Muskelturm. Nein. Du schon wieder, geh nach Hause. Ich hab keinen. Warte, gib Hatschan zurück. Klappe, oder willst du unbedingt sterben? Ah! Frauenschläger, Pussys. Und seht euch mal, wie schnell die hier sterben. Erbärmlich, such dir ein Hobby, Mann. So schnell erledigt. Okay, die Ladesequenz hat ein bisschen lange gedauert. Danke. Ihr seid stark. Mein Name ist Suno. Ich lebe im Dschungeldorf. Ich weiß. Ich habe Dragon Ball geguckt. Suno? Nicht Sumo, Suno. Suno, ich bin's. Son Goku. Son Goku? Son Goku? Was machst du denn hier? Ich suche die Dragon Balls. Dragon Balls? Stimmt etwas nicht? Nach denen suche ich auch. Was, du auch? Aber wieso denn? Eigentlich will ich sie gar nicht haben. Es ist nur... Was denn? Sag es nur. Vor einiger Zeit hat Hatschan einen Dragon Ball Wald gefunden. Und seitdem gehen seltsame Gerüchte im Dorf um. Seltsame Gerüchte? Ja. Es sieht aus, als ob General White zurück im Muskelturm ist. Er versucht, die Dragon Ball zu sammeln und damit die Welt zu erobern. General White. Der Kerl lernt auch nie aus. Ich glaube die Gerüchten. Der Dragon Ball wurde gestohlen. Also hat sich Hatschan zum Muskelturm aufgemacht, um ihn zurückzuholen. Wenn das so ist, brauchst du dich um Hatschan nicht zu sorgen. Er ist stärker als ein Bulldozer. Aber er ist schon seit 10 Tagen fort. Daher bin ich besorgt. Solange? Na gut. Wir helfen dir, ihn zu suchen und den Dragon Ball natürlich. Wirklich? Auf dich kann man immer zählen, Son Goku. Ach, wieso kommst du jetzt mit mir? Okay, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es im Muskelturm weitergeht.